Komm, erstich die Ratte. So, genau. Und ja, er hat ein ziemlich gleiches Muster wie der große graue Wolf Sif. Ist nur halt schwerer zu treffen, weil er etwas größer ist. Der Rattenhund. Jedenfalls mit einem Speer ist er ziemlich schwierig zu treffen. Aber wenn man zwischen seinen Beinen bleibt, dürfte es eigentlich gehen. Und ich sollte lieber den einfachen Angriff nehmen. Das Problem sind halt, wie gesagt, die kleinen Ratten, die er dabei hatte. Au, und seinen Sturmangriff. Au. So. Immer in seiner Nähe bleiben, dann kann er nichts. Stirbt er nämlich nicht so viel an. Genau, das ist gefährlich. Ja. Also man merkt, ich bin gerade voll konzentriert. Bei dem Kampf. Oh nein, jetzt macht das. Jetzt kotzt er. Nämlich Säure. Das macht er nur, glaube ich, hoffentlich nur einmal. Ja, er macht es nur einmal, wenn man ihn unter, glaube ich, 30% hat. Uff. So, geschafft. Und bringt nur 1600 Seelen, die königliche Rattenprüferseele und einen Rattenschwanz. Und war ziemlich lästig. So, da sind wir reingekommen und hier ist der Ausgang. Und hier ist der Rattenkönig mal wieder. Thou returnst. I am not unkind. Shouldst thou forbear thy ways? Swearest thou? Nein, ich will dir immer noch dienen. So. Königliche Rattenprüferseele. Die Seele des königlichen Rattenprüfers, der das Rattenreich verteidigt. Wer sich entscheidet, dem Rattenkönig zu dienen, muss mutig genug sein, um sich seinen Prüfungen zu stellen. Also, wir hatten die Vorhut und wir hatten den Rattenprüfer. Und hier haben wir den Weg zum Anfang zurück. Wow. Das sieht übel aus. Den Gürmkrieger da einfach hochzuheben und so zu töten. Und hier ist auch noch ein Gürmkrieger. Nämlich so einer, wie wir im Wald der Riesen, in den Shattered Woods gesehen haben. Der hier seine Truhe anbetet. So, ein Drachenamulett. Gut, Mastodon ignorieren wir mal kurz. Wir gehen kurz hierhin zurück. Tun alles aussortieren. Das Drachenamulett zum Beispiel, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Weil wir sind ja wieder am Anfang, wie man gemerkt hat. Wir hätten noch 10 Prismasteine, die wir bei den Krähen abgeben könnten. Die Girm-Axt. Der Girm-Großhammer. Eine von den Girm-Nomaden benutzte Großhammer. Eine aus einem Schmiedeamboss hergestellte Behelfswaffe. So schwer wie er aussieht. Trotz seiner schlampigen Fertigung verfügt jeder Treffer unter Garantie schweren Schaden zu.
Ja, also weg mit dir, weg mit dem Speer. Rostige Mastodon, Königsschwertkämpfer. Ich glaube, Königsschwertkämpfer-Sachen sammle ich gerade gar nicht bei dem Charakter. Ringe, nicht wirklich. Verzerrte Barrikade kann weg. Oder verzerrte. Ja. Gut, wir sind aussortiert. Das Mastodon können wir ignorieren. Okay. Backstabben und tot. Wir haben Kriegerrüstung. Die könnten wir aufheben und aussortieren. Den lassen wir mal in Ruhe. Und hier treffen wir, wer jetzt nicht anders gedacht, auf Kavlan. Der einzige friedliche Girm in diesen Regionen. Hallo Kavlan. Make a deal with Kavlan. Handel mit Kavlan? Ja. Hier könnten wir erst einmal den Ring der Riesen kaufen, da der noch nicht in unserem Besitz ist. Und wir könnten... Machen wir viermal giftiges Moos. So. Kavlan, Kavlan, what? With Kavlan. Ja, okay, das hat noch nicht gereicht. Weil Kavlan gibt uns auch etwas, wenn wir genug Geld beim Ausgeben. Wir haben bis jetzt aber leider nur 11.000 beim Ausgegeben. Und nicht 16.000, wie es, glaube ich, sein müsste. Verkaufen wir erstmal die beiden Sachen nicht. Das sind meine Speere. Ah, hier die Kanalisierer-Sachen. Das Schild. Und hier Rüstungsteile. Maske des Männchen, Handschuhe des Männchen können weg. Stiefel auch. Häftlingslendensachen. Sowie Häftlingslumpen. Die Gürmrüstung wollte ich aufheben. Königsschwertkämpfer-Sachen können weg. Alone-Sachen haben wir über. Königskriegerzeug ist wertlos. Grabwächter-Sachen brauchen wir auch nicht so unbedingt. Und die Mastodon-Sachen auch nicht. Ringe verkaufe ich grundsätzlich nicht. Hier können wir Sachen verkaufen. Die gelbe Blüte zum Beispiel. Die Jauche-Küchlein. Die alltägliche Frucht brauchen wir jetzt auch nicht mehr, wenn wir jetzt unendlich an Entgiftungskräuter rankommen. Die hier nämlich. Aber so Resistenzsachen benutze ich eigentlich grundsätzlich nicht. Sollte ich vielleicht manchmal. Abfall brauchen wir auch keinen. Die Verwandlungsringe brauchen wir nicht. Giftdinger. Ne, behalten wir mal. Die Wurfwaffensachen behalte ich allgemein mal. Die Seelen hier, die sind auf jeden Fall mehr wert, wenn wir sie benutzen, als wenn wir sie ihm geben. Und Steine, nö. Kavlan will. Nein. Komm, kaufen wir nochmal bei ihm für... Ja, 6.000. Ja. So, und jetzt sprechen wir mit ihm. Kavlan, you deal. Much, much deal. These you take. For you. Dann schenkt er uns die Girm Großaxt. You go home. Sagst du uns was Neues? Nein, er will heim und er ist eigentlich auch zu Hause. Jedenfalls das, was von seinem Zuhause noch übrig geblieben ist. Nämlich nach der Lore war er mal der Anführer der Girm, bis die Girm alle verrückt geworden sind und jetzt dem Rattenkönig dienen. Mehr oder weniger. Hey, Kumpel.
Ja, der wirft seine Waffen weg. Das macht zwar übel Schaden, aber er ist dann kurzzeitig verwundbar. Da lang geht es, glaube ich, weiter. Also kümmern wir uns erst um ihn hier. So, er ist nämlich ein anderer Girm. Ja, und hier ist gar nichts. Hier kommt das Wasser reingeflossen. Ja gut, aber er sitzt uns wenigstens nicht im Nacken. So, jetzt müssen wir dich erledigen. So, ohne hier runterzufallen, weil da geht's tief runter. Ja, er hat den Abflug gemacht. Nur sein wirklich krasser Ambosshammer ist übrig geblieben. So, und hier müssten wir eigentlich in ein neues Gebiet jetzt kommen. Dumm. Ja, zuerst mal ist hier ein Brunnen. War was mit dem Brunnen? Muss ich gerade mal überlegen, ob der irgendwie bekannt ist. Aber ich glaube eher nicht. Schimmernder Lebensstein. Da draußen sehen wir aber auf jeden Fall schon mal wieder Scheiterhaufen brennen oder beziehungsweise Menschen aufgespießt rumbrennen. Und willkommen in der Lichtenstein. Das ist doch die Lichtensteinbrucht. Ja, müsste sie sein. Ich habe jetzt gerade nicht auf den Text geachtet, ob noch was anderes vorher kommt. Aber eigentlich entzünden wir erstmal hier das Leuchtfeuer. Oh, selbst hier sind Falkner-Leute unterwegs. An die habe ich auch nicht gedacht. Die sind nämlich auch erst seit Scholar of the First Sin hier. Lager der königlichen Armee. Also ja, wir sind in der Lichtsteinbucht Zeldora. So wird der Name richtig ausgesprochen. Nicht die Lichtensteinbucht. Warum ich auch immer auf Lichtenstein komme. So. Wir ziehen uns aber erstmal zurück. Geben unsere Seelen aus, die wir jetzt gesammelt haben, in den Türen des Pharos. Und dann switche ich schnell auf Online-Modus. So, einmal aufsteigen, bitte. So, Stärke. 2 Punkte in Stärke, ist schon mal gut. Sind wir nur noch 5 entfernt. Da müssen wir das Schild verbessern, das mindestens auf plus 6 bringen. Und ja. Was sagt eigentlich unsere... Oh, wir haben über 1 Million. Gut, das heißt, das Erste, was ich euch gleich mal als nächstes zeigen werde, bevor wir in der Lichtensteinbucht gleich weitermachen werden, ist, was passiert, wenn man jetzt mit 1 Million Seelen zum Schrein des Winters geht. Dann kann ich euch nämlich das mal kurz zeigen. Einen kleinen Exkurs. Bevor wir in der Lichtsteinbucht weitermachen. Ja. Gut, also würde ich sagen, ich wechsle jetzt in den Online-Modus wieder zurück. Und dann sehen wir uns gleich wieder.